Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und heute möchte ich New Eternia Stratos aus der Masterverse Line genauer unter die Lupe nehmen. Und hier zunächst in der bekannten Box. Gerade die New Eternia Line finde ich persönlich wirklich großartig. Oben der Masterverse-Schriftzug, dann die Figur selbst im Blister mit dem Zubehör und unten das Masters of the Universe New Eternia Logo und der Name Stratos, genauso wie auf der Seite. Die Unterseite relativ unspektakulär und die andere Seite einmal mehr mit einer tollen Illustration. Hier rechts in voller Pracht. Und auf der Rückseite ebenfalls eine Illustration. Stratos trägt hier eine Maske und hat den Staff of Avian in der Hand. Und im Hintergrund sind weitere Vogelmenschen zu sehen. Genauso wie einige Flugsaurier. Und Werbung für weitere Figuren darf natürlich auch nicht fehlen. Das Grunddesign ist an eine frühe Konzeptzeichnung von Mark Taylor angelehnt, mit dem Federkragen und dem Gürtel. Diese Elemente waren auch in den frühen Minicomics zu finden. Und die Rüstung um die Brust erinnert mich persönlich eher an Filmation. Und bevor ich Stratos aus seiner Box befreie, einige Vergleiche mit weiteren Versionen. Hier die Vintage-Figur auf der bekannten Karte. Man erkennt sofort die Designelemente wieder, allerdings hatte Stratos in seiner Vintage-Version keine Waffe und auch den Federkragen und den Gürtel nicht. Und dann geht es direkt weiter mit der 2000X-Version. Stratos war hier wesentlich drahtiger. Auch hier natürlich wieder die bekannte Farbgebung mit dem Grau, Blau und Rot. Einfach ein toller Kontrast. Und dann geht es direkt weiter mit der Classics-Version. Hier fehlt bei meiner Figur der Masters of the Universe-Schriftzug oben. Da die Figur am Vintage-Design orientiert ist, fehlt auch hier der rote Federkragen und der Gürtel. In der Mini-Comic-Version, die zusammen mit Trapjaw und Prince Adam im 3-Pack kam, sind diese dann vorhanden. Für mich eine der schönsten Versionen von Stratos überhaupt. Eine grandiose Umsetzung. Der Hauptunterschied liegt natürlich in der Farbgebung des Körpers. Selbstverständlich darf Stratos auch bei den Origins nicht fehlen. Hier die reguläre Version. Es gibt auch noch die Mini-Comic-Version, jedoch ist diese ein reiner Repaint und es fehlt der Gürtel und die Federboa. Und zuletzt noch der Vergleich mit der He-Man 21-Version, die designmäßig völlig neue Wege geht. Doch nun wieder zurück zum New Eternia Stratos. Und hier aus der Box befreit mit dem gesamten Zubehör. Das Design ist meiner Meinung nach absolut gelungen. Der Kopf ist toll modelliert und die Federn haben eine schöne Struktur. An den Armen bestehen sie aus zwei Elementen, wobei der Rotton beim unteren Teil etwas knalliger ist. Hier gut zu erkennen. Sehr schön auch der Gürtel und die Federn bei der Hose in zwei verschiedenen Blautönen. Und absolut genial die Krallenfüße. Wäre natürlich super, wenn Stratos jetzt auch noch einmal in Mini-Comic-Farben herauskommen würde.
hier die Rückseite der Figur mit der blauen Rüstung, an die sich der Jetpack anbringen lässt. Und natürlich hat Stratos auch die für Masterverse typischen Bewegungspunkte, die mittlerweile bekannt sein dürften. Und dann zum Zubehör. Hier offene Wechselhände. Dann das Jetpack. Das Design ist am frühen Entwurf von Mark Taylor orientiert. Lässt sich ohne Probleme hinten an der Rüstung anbringen. Sieht super aus, wie ich finde. Und dann ist noch ein etwas verkürzter Emerald Staff dabei, wie er im Minicomic zu sehen war. Lässt sich problemlos in der Greifhand positionieren. Ein schönes Zubehörteil. Und dann ist noch eine Maske dabei. Im Gürtel ist ein kleines Loch und dort lässt sich das Ende des Schlauches hineinstecken. Und die Maske lässt sich über den Kopf stülpen. Zunächst ein etwas ungewöhnlicher Look, gefällt mir persönlich aber ziemlich gut. Erinnert mich etwas an die Darstellung von Stratos in den modernen Comics von DC. Insgesamt eine absolut gelungene Version von Stratos, wie ich finde. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.